Servus. Ja, halt. Ein Kollege hat mir angerufen gestern. Ja, hat ein Problem. Ein anderer Kollege von ihm, ja, den sehr Honig, der wollte ihn schleudern und leider fest. Ja, der ist in den Waben fest. Was können wir tun? Ist ein Rapshonig. Also von dem her, der ist wirklich bombenfest. Ich habe schon ein paar Honigräume gemacht. Jetzt ist der letzte. Jetzt haben wir gedacht, hey, Mist, das könnt ihr euch doch zeigen. Ja? Das ist ein Deckelwachsschmelzer. Den habe ich schon mal vorgestellt. Der hat da auf der Höhe, ja, ziemlich genau hier, ist nochmal ein Lochgitter drin. Das kann man rausnehmen. Und der innere Ring. Ich habe beide Aufsätze. Einmal den hier. Der hat nur heiße Luft. Der macht nur heiße Luft. Und einmal den Dampfmeisteraufsatz. Normalerweise habe ich ihn jetzt verwendet, nicht nur für, also ich nehme den nicht nur fürs Deckelwachs her, sondern auch für meine Rähmchen zum Ausschmelzen. Und der wird auch wieder wunderbar sauber. Also ich habe den bis jetzt immer wieder picobello sauber gekriegt. Und jetzt nehmen wir halt für den kristallisierten Honig, für den wirklich steinharten Honig. Der kommt jetzt da rein. Und dann zeige ich euch dann auch das Ergebnis. Also das ist wirklich Wahnsinn. Was mich sehr erstaunt, also sehr verblüfft, dass das Teil hier, den Honig, ich dachte immer am Anfang, ja, jetzt wird der Honig übererhitzt und ist dann im Prinzip, kannst du wegschmeißen. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso? Weil dann müsste es beim Deckelwachs dasselbe sein. Da habe ich mir überlegt, ja, Versuch macht klug, heißt es. Und habe da einfach mal. Und jetzt ist leider kaputt gegangen bei dem Versuch, aber meine Messdaten habe ich erhalten. Ich habe da unten ein Thermometer platziert und eins in so einer Wabe. Und ich kann euch sagen, ich bin erstaunt. Der Honig wird nie wärmer wie 37 Grad. Also 37, 38 Grad, so um den Dreh, der wird nie wärmer. Ich habe da unten hab ich Wasser eingefüllt, also so wie er jetzt ist, habe ich mit Wasser voll gemacht zum Saubermachen. Habe ich ihn bis knapp unter das Gitter mit Wasser gefüllt und habe den eingeschalten. Habe gedacht, naja, wenn ich den auf 110 Grad aufdrehe, ist das Wasser ja ruckizucki dann auch heiß, das wird schon warm. Nee. Nach 3 Stunden habe ich nachgeschaut, das Wasser war, naja, das hatte nicht mal, also so Grad zur Körpertemperatur, na, nicht mal. Also wir waren irgendwo bei 25 Grad. Mensch hat ja 36, also nicht mal. Haben wir gedacht, okay, das probierst du jetzt aus. Und hab das Teil, ja, Rewag, ihr dankt es mir, die Stromkosten, und hab das Teil wirklich Vollgas auf 110 Grad durchlaufen lassen für 48 Stunden. Wir reden hier von 2 Tagen und Nächten. Und das Wasser da unten war immer noch nicht heiß. Ja, und der Vorteil ist anscheinend, durch das, dass es ein geschlossenes System ist, also der saugt auch keine heiße Luft von außen an, oder keine frische Luft von außen an, sondern das ist, wenn er den Deckel drauf macht und hier zumacht, ist es ein komplett geschlossenes System. Und die Wände hier sind doppelwandig, das ist isoliert, aber der Boden unten nicht. Und durch das, dass wahrscheinlich das Gitter hier dazwischen drin liegt, ist es wahrscheinlich so der Effekt, dass die Umluft, die heiße, nie, also nicht wirklich unter das Gitter durchgeht. Die geht nicht unter das Gitter. Und das ist wirklich erstaunlich. Ja? Das ist, also ich finde es sehr erstaunlich. Und aus dem Grund kann man das jetzt auch natürlich, ich gehe da mal vor, boah, der ganze Boden klebt schon. Ja? Jetzt werden wir die einfach mal die Waben reinmachen, ohne Entdeckeln, ohne alles. Alles, was er mir gebracht hat. Läuft jetzt einfach im Prinzip da durch. Ja. Da, wenn du das anschaust, hier, das sind die Waben. Das Einzige, was ich machen muss, beziehungsweise was heißt muss, ich nehme die Kunststoffteile ab, weil ich denke mal, die fließen ja nicht ab. Die bleiben ja da. Also es ist wirklich, ich bin begeistert. Ja. Ich bin wirklich begeistert. Nein, ich habe jetzt auch kein Haarnetz dran und auch keine Gummihandschuhe, weil wieso sollte ich da jetzt mich
so in Aktion setzen im Prinzip. Da müsste ich auch, wenn ich an den Bienen stehe, Haarnetz tragen. Danach, wenn ich ihn abfließen lasse, dann ist mir das ganz klar. Aber das ist wirklich ein komplett geschlossenes System. Das ist Wahnsinn. Das bisschen Honig, was da noch drin ist, was flüssig ist, an den Deckeln, das, wenn raustropft, kristallisiert sofort an den Oberträgern. Also, und das wären jetzt nur das, die 5 Honigräume, das sind ungefähr, ja, ich schätze jetzt mal, irgendwas zwischen 80 und 100 Kilo Honig, die der Herr dann im Prinzip wegschmeißen müsste, beziehungsweise nicht mehr rauskriegt. Kristallisierter Honig ist meiner Meinung nach auch reiner Sortenhonig, ist, finde ich, auch nichts zum Überwintern für die Bienen. Alles, was Sortenhonige ist, sehr rein, von, ist nichts für die Bienen zum Überwintern. Ja. Das sind top verdeckelte Waben. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist innen drin richtig, ja, auskristallisiert. Er hat es probiert zu schleudern. Eigentlich brauche ich nur die Gummiteile auf der Oberseite rausmachen, weil unten wird es nie so warm. Und das ist wirklich genial. Also, ihr werdet es sehen. Ich schalte es jetzt dann ein, das System. Ich entdecke natürlich auch gar nichts jetzt. Das ist mir. Das kann bleiben, wie es ist. Da seht ihr es auch, da ist ein Tropfen drauf. Jetzt kommt der Aussatz drauf. Jetzt kommt der Aufsatz hier drauf. Einstecken, einschalten. Dann drehe ich den auf. Ich habe festgestellt, ruhig, volle Pulle das Ganze. Warte mal. Ja, ihr seht was. Ruhig das Ganze, volle Pulle. Ich habe den jetzt auf die 110 Grad hochgedreht. Wie gesagt, der Honig, egal wie ich das einstelle, wird nie übererhitzt. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Machen wir die Kiste hier weg. Und dann den Karton. Oh Gott, sieht es hier aus. Weil dann kann ich hier schon mal sauber machen. Weil den letzten Honig, was ich hier abfließen lasse, da gibt es keinen Dreck mehr. Der fließt einfach nur ab. Und ich gewinne halt daraus. Ich rolle ihn mal dahinter. Halt, ich muss den Hahn noch zumachen. Ich gewinne halt daraus jetzt den kompletten Honig, kann ich wieder zurückgewinnen, und das Wachs. Ja. Das Wachs kommt separat. Ich lasse jetzt erst den Honig dann. Ich lasse das Gerät jetzt einfach laufen. 2 Stunden oder 3. Es kommt jetzt, ist ganz unterschiedlich. Es dauert schon eine Zeit. Durch das, dass das ja nicht so heiß wird und alles, was geschmolzen wird, läuft nach unten durch und läuft dann raus. Ja. Ich werde dann wahrscheinlich nach 2 Stunden einfach unten aufmachen und fertig ist. Ja. Oben drüber habe ich dann eine Wachsschicht und unten kann ich den Honig ablassen. Aber dann sehen wir uns in, ja, 2-3 Stunden. Für euch ist es ja nur ein Schnipser. Ja. Und ich kann hier putzen in der Zeit, weil, hört ihr das? Ich klebe fast fest, ja. Hier zieht es mir die Schuhe aus. Und ja, bis gleich. So, Zwischenstand. Oh, hoffentlich haben sie mir die Linse nicht kaputt. Ja, so sieht es jetzt aus. Nach circa, ja, 1,5 Stunden. Oh, das schaut sehr gut aus. So. So, jetzt. Jetzt ist mir der da reingefallen. Ja, ich habe gerade gefilmt ohne Kamera. Das ist immer das Problem, wenn man filmt, ohne dass die Kamera läuft. Das Gerät läuft weiter. Nehmt da bitte jetzt nicht euren Doppelsieb, euren teuren, sondern einen ganz normalen Haushaltssieb. Und jetzt lassen wir uns das raus. Ja? Ich hole euch mal näher her. So, dann machen wir mal wieder auf. Lassen wir es rauslaufen. Also nicht voll aufmachen bitte den Hahn, sondern schön gemütlich, so wie es jetzt ist, weil ihr werdet gleich sehen, wieso ich gesagt habe, keinen teuren Sieb, sondern nur einen relativ groben.
Weil es wird jetzt dann irgendwann auch das Wachs kommen. Ja? Und das ist natürlich der Punkt. Wir wollen ja kein Wachs im Honig, also wir wollen dann schon relativ sauber gesiebt haben. Ja, und jetzt läuft es. Ich hole gleich mal einen neuen Eimer. Na, 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 na. Und der Honig ist jetzt, ja, ich würde sagen, handwarm circa. Mein Thermometer vom ersten Versuch, das ich euch jetzt hier gerne gezeigt hätte, hat es leider nicht überlebt. Ich habe es eingeklemmt und habe das Kabel abgezwickt. Jo. Es läuft. Läuft wunderbar. Und ihr seht es auch schön klar. Wie gesagt, das Wachs hat sich oben abgesetzt in dem Ganzen. Und da kommt jetzt der Honig. Ich will nur die Einstellung hier behalten, dass ihr seht, was ich meine. Ah, muss ich schon den Eimer wechseln? Ja, müssen wir schon den Eimer wechseln. Sonst kann der Kollege den Honig nicht mehr rühren. Sofort. Und da geht's weiter. Ja. Ja, das ist schon Wachs. Das ist schon Wachs. Also heißt langsamer laufen lassen, dass man nicht das Wachs mit rausziehen. Wir wollen nur einen Honig. So, und jetzt haben wir genau den Punkt, Area erreicht, da schaut's mal. Und deswegen habe ich gesagt, nehmt bitte kein euren feinen guten Doppelsieb, weil es der dann wahrscheinlich überstanden hat. Da schaut's mal, was da jetzt kommt. Da kommt das Wachs. Also, hier ist Stopp. Jetzt haben wir den ganzen Honig draußen. So, wie gesagt, der ist jetzt, der Honig ist durch. Da ist jetzt nur noch, sagt es mir, jetzt kommt nur noch das Wachs. Ich stelle jetzt den Eimer nur hier mal beiseite zu mir ins Lager. Und jetzt, das ist sau doof. Entweder ihr seht meinen Kopf nicht, aber ihr seht meine Füße, seht es da unten nicht. Warte mal, die kann man doch fahren, Platzi. Ja, gehen wir ein bisschen höher. Da, passt. Und ich stelle mich so ein bisschen blöd her. Jetzt nehmen wir die Waben raus. Den Aufsatz brauche ich nicht mehr. Den kann ich jetzt ausschalten, ausstecken. Je nachdem. Den stelle ich jetzt hier rüber. Der ist nämlich noch sehr, sehr heiß. Also bitte machen wir den Aufsatz. Jetzt kommt der Dampfmeisteraufsatz drauf. Weil wir jetzt uns das Wachs, das da drin ist, auch noch holen. Ja. Wie gesagt, normalerweise nutze ich es ja nicht zum kristallisierten Honig verarbeiten, aber hilft ja nichts. Und jetzt holen wir uns das Wachs, das da drin ist, beim Dampfmeisteraufsatz auch hier zumachen. Habe ich festgestellt, wenn das richtig bombendicht da oben ist, funktioniert es viel, viel besser. So. Ah, jetzt habe ich vergessen. Hier ist der Sieb, der von vorhin. Der ist ja das meiste Wachs, was da dabei ist. Aber ich will ja das sauber haben, das Wachs. Ich will das gleich mit klären. Ergo kommt das jetzt auch hier rein. So. Schmeiße ich gleich den ganzen Sieb mit rein. Und hier ist vom ersten Durchgang auch noch Wachs mit dabei. Das schütten wir auch mit rein, weil ich will einen schönen Block haben. Genau, so. Ich will einen schönen Wachsblock. Und jetzt ist wichtig, wenn der Dampfmeisteraufsatz drauf ist, es muss natürlich, ja, ihr seht es beides, sehr gut. Es muss offen sein, ja. Es muss wirklich offen sein. Sonst passiert das. Ich habe gerade erst gewischt. Naja. So. Jetzt läuft das Wachs hier raus in den Eimer. Und jetzt sagt sich, ja, Jupp, das ist doch gar kein schöner, gleichmäßiger Patzen. Doch, das wird es und das zeige ich euch, wie ich das mache. Ja.
Wichtig ist wirklich, ihr müsst da unten aufmachen, weil der Dampf sonst einen Überdruck bildet. Und der Überdruck war jetzt noch gar nicht direkt vom Dampfmeister, sondern allgemein durch die Wärme, die da noch drin ist. Ach. Katastrophe. Ich hole euch, wenn das Ding jetzt dann läuft, wenn es schön heiß ist und knallt da rein, was geht, dann hole ich euch wieder dazu und dann schauen wir uns das unten an. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich das mache, dass das Wachs direkt hier im Eimer kläre ich das. Da habe ich dieses Teil dafür. Hätte ich beinahe vergessen, ich habe hier immer so einen Deckel, da habe ich einfach ein Loch rausgeschnitten und den lege ich so drauf und lasse das da so reinplätschern. Was habe ich da für einen Vorteil? Drumherum sieht der Boden nicht ganz so wild aus. Also ihr seht, hier draußen, hier schmelze ich ja, wie gesagt, normal eigentlich nur mein Wachs. Der Rest ist nämlich alles schon neu gemacht, nur diese Ecke nicht. Und ja, das ist in der Regel eine ziemliche Sauerei. Man hat immer ein paar Spritzer, ja, das war jetzt wieder einer. Und ja, so ist ein bisschen weniger. Besser ist natürlich noch ein längerer Eimer, ein größerer Eimer. Aber ich habe schon einen voll, den vom vorhin. Und deswegen ist es jetzt ein relativ kleinerer Eimer, aber das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem Deckel. Da spritzt zumindest das meiste nicht irgendwie drumherum, nur das, was relativ gerade hoch spritzt, das ist dann hier am Rand außen. Also das geht, das kann ich verkraften. Nur, ja, weil das einigermaßen soll das sauber bleiben. Und wenn ihr das in euren Schleuderraum macht, dann, oder wo Fliesen sind, dann tut euch selbst einen Gefallen, kauft euch irgendwo so ein billiges Stück PVC, legt das unter und da könnt ihr es drauf machen. Ja. Weil den könnt ihr zusammenrollen, den könnt ihr wegmachen, draußen abspritzen, mit Ätznatron sauber machen. Das funktioniert mit den Fliesen, gehen ja schön zu reinigen, aber die Fugen, das schmiert sich irgendwann zu dann mit den Wachsstückchen, das kriegt man schon weg, aber das ist immer ein Kampf, ein Schruppen. Und dass ich das ein bisschen minimiert habe, mache ich wie Wachsschmelzen nicht mehr bei mir da drin. Ganz sicher nicht, weil das ist ja irre. So, dann ist er durch. Da kommt jetzt nur noch Wasserdampf. So, und jetzt kommt dieses Teil ins Spiel. Ja, der darf noch ein bisschen weiter tröpfeln vor sich hin. Stört mich nicht, hänge ich hier an. Und das Teil funktioniert wirklich verdammt gut. Ja. Verdammt gut. Und jetzt mache ich hier da das gleich mal einfach das Wachs heiß. Ich rühre hier um mit dem Teil. Es passiert gar nichts, wenn das Teil, wenn ihr da am Kunststoff ansteht, da links oder rechts, und der bleibt auch so liegen. Da hatte ich am Anfang aber richtig Angst, dass er mir jetzt den Eimer durchbrennt oder so. Überhaupt nicht, passiert überhaupt nichts. Aber jetzt wird hier einfach umgerührt, da unten ist nämlich noch hier, ist noch ein Batzen drin, aber der ist gleich weg, der schmilzt gleich weg. Jetzt wird es gleich sehen. Das Teil hat, ich glaube, 2000 Watt, der Tauchsieder. Den gibt es auch noch in ganz lang. Hat auch nicht mehr Leistung, nur die Stäbe sind länger. Für mich hat sich jetzt der hier für mich als perfekt herausgestellt. Ihr seht es, der wird richtig heiß. Ja. Ihr könnt natürlich auch damit das Wachs überhitzen, aus dem Grund schön vorsichtig, wirklich vorsichtig. Das sollten jetzt nicht unbedingt kleine Kinder machen. Also da müsst ihr auch dabei bleiben, den könnt ihr nicht anstecken und dann einfach mal ein kleines Päuschen einlegen. Sondern ihr müsst da wirklich dabei bleiben, jetzt werdet ihr gleich sehen. Das kocht rucki zucki mit dem Teil. Hier seht ihr schon, hier schmelzt schon. Und das Teil hat sich für mich also extrem rentiert. Also eigentlich habe ich mir den gekauft, dass ich hier in dem Teil Wasser reinmache, viel, schon heißes, und dann nochmal mit dem so richtig zum Kochen bringe. Hat sich herausgestellt, brauche ich gar nicht, weil den lasse ich jetzt noch dampfen, bis ich hier mit der Arbeit fertig bin, dann schalte ich alles aus. Dann mache ich alles auf, nehme den Deckel raus, lassen abkühlen und nimm dann am nächsten Tag meistens ein heißes Wasser, einfach nur heißes Wasser, und spül einfach aus innen und das war's. Und dann ist er sauber. Ja.
Das da, was da oben verbrennt ist an dem Heizer, also an der Spirale, da habe ich einmal geschlafen. Ja. Da habe ich einmal geschlafen. Und das ist dann nicht so gut. Ja. Bitte nehmt den auch nicht her, dass ihr euer Wasser fürs Ätznatron könnt ihr warm machen, aber sobald Ätznatron drin ist, dann bitte mit dem Heizer nicht mehr rein. Ja. Nicht mehr, überhaupt nicht mehr rein. Weil es steht auch dabei, das ist nicht säurebeständig. Also da geht die Legierung runter und dann ist nicht so gut. Ja, jetzt fängt er gleich an. Also das geht ruckzuck wirklich, wo ihr da das zum Kochen bringt. Also jetzt fängt schon an hier zu blubbern. Da kommt auch kein Wachs mehr, gar nichts mehr. Der ist wahrscheinlich innen schon wieder so ziemlich sauber. Ja, unten sieht man unten die Wachspartikel, die hochkommen, die schmelzen oben gar nicht. Ergo. Ich mache das jetzt richtig schön heiß. Ah, jetzt geht's gleich los. Jetzt kocht die ganze Suppe gleich. Und das ist der Punkt, da müsst ihr aufschauen. Durch das, dass der wirklich so viel Bums hat. Und ausschalten. Dann schalte ich ihn kurz aus. Und wieder einschalten. Wasser habe ich keins dazu getan, weil das ist ja automatisch vom Verdunsten. Ah ja, hier seht ihr es, jetzt kocht es richtig schön. Jetzt schalte ich ihn aus. Nicht gleich einfach rausnehmen, sonst. Ja, sonst habt ihr so schöne Brandflecken wie ich hier am Heiz, an dem. Da sitzt er hier genau in dem Bereich. So, jetzt lasse ich ein bisschen abtropfen. Und das war's. Ja, hier machen wir zu. Solange der Eimer hier da steht, der Deckel drauf. Ja, der passt hier nicht, das ist ja nur so ein kleiner Eimer. So, jetzt habe ich mir einen Eimer geholt. Einen Stuhl. So, und das war das Thema mit dem Deckelwachsschmelzer und dem kristallisierten Honig. Wie gesagt, wir haben jetzt im Prinzip alles rausgeholt. Wir haben vielleicht ein paar Gramm Honigverlust. Das ist das, was am Schluss drin ist. Das ist aber wirklich extrem wenig. Ich habe das komplette Wachs gewonnen wieder. Das sind jetzt 2 Eimer Wachs, die ich habe. Die kühlen jetzt aus, komplett. Dann schabe ich die morgen ab. Weiß, was heute für Tag ist. Heute Donnerstag, ja, passt. Bin ich perfekt im Zeitplan, weil morgen holt der Kollege dann das hier, die ganzen Eimer, seine Zargen wieder und das Wachs. Dann hat er im Prinzip, passt wieder alles und er kann sich neue Mittelwände reinknallen. Und das war's, ja. Übrigens, ich habe den Feuchtigkeitsgehalt gemessen vom Honig mit dem Kern. Der Feuchtigkeitsgehalt zwischen den Waben schwankt ein bisschen, aber der unterste Feuchtigkeitsgehalt war 13,1. 13,1 und das beim Rapshonig. Also da wundert mich nichts, dass das fest ist. Ja, also bei 13,1, der höchste Wert waren 14,2. Das war der höchste. Ja. Also irre. Aber wie ihr seht, er ist draußen. Der kann dann jetzt nochmal durch ein Feinsieb jagen und dann warten, bis er wieder das Kristallisieren beginnt. Das wird relativ zügig sein, ich vermute in 2-3 Tagen. Und dann kann er schon das erste Mal rühren. Und der darf nur ein bisschen tropfen hier. Weil dann spült es noch das ganze andere Zeug mit raus. Das ist der wirklich, dann ist der eigentlich schon wieder sehr sauber. Wie gesagt, einmal 2 so Eimer Wasser schütte ich da rein und dann war es. Ja, dann mit kaltem Wasser danach nochmal ausspülen. Dann setze ich meistens den Aufsatz wieder drauf. Der da, also nicht der Dampfer, sondern der andere. Dann wird er nochmal aufgeheizt, lass alles offen, machen weg
und also macht den Aufsatz weg, dann trocknet der schön ab und ist wieder picobello sauber innen drin. Ja. Dann bin ich raus, sage tschüss. Ich hoffe, euch hat es ja, euch hat's ein bisschen helfen können. Wenn ihr auch das Problem habt, ich persönlich habe es seit Jahren nicht mehr. Ja, ich habe das einmal gehabt und habe gesagt, das passiert mir nie mehr. Und seitdem habe ich ein Refraktometer am Start. Weil, ja, es ist wirklich ärgerlich. Das ist, vor allem ist es wirklich ein sehr guter Honig. Und was hätte er sonst damit machen sollen? Ja? Verteilen auf Ableger. Als Winterfutter ist er bei uns in der Gegend nicht geeignet. Das kann ich euch sagen. Da ist, ja, was willst du machen damit? Da hast du fünf volle Zagen, Top Honig, den du, ja, wo du nichts machen kannst damit. Dann, tschüss.